Jim Grace, bekannter Schauspieler, zum Beispiel Mission Religion, verlor die Rechte an seinem Körper an eine Sekte, nachdem er sein gesamtes Vermögen für eigenartige Sessions ausgegeben hatte. Es wird gemunkelt, dass die Sekte nicht bis zu Grace freiwilligem Tod warten wollte, bis sie ihn präparieren ließ. Bipsy Bierce, bis ins frühe 21. Jahrhundert weltweit bekannte amerikanische Entertainerin, neunmal verheiratet und bekennende Biertrinkerin, versoff ihr gesamtes Vermögen und verkaufte anschließend auch die Rechte an ihrem Leichnam für ein lebenslanges Wohnrecht neben der großen Abfüllanlage einer großen Brauerei in Deutschland. Mo G. Chipson, amerikanischer Schauspieler. Zum Beispiel The Final Weapon, I think I'm too old for that shit. Vermachte seinen Körper einer Stiftung für kinderreiche Familien und wurde wenig später nach seinem dritten angeblich fanatischen Film von einigen wirklich extrem aufgebrachten Fans ans Kreuz geschlagen. Das sieht nach einer ziemlich unbequemen Holzbank aus. Marcel Massey, reiche Erbin mit stark eingeschränkter Lebenserfahrung, einer allzu geringen Vorstellungskraft, was mit dem Begriff Starkstromleitung gemeint sein könnte, ist es zu verdanken, dass Teile des Körpers leider nur noch als Asche geborgen werden konnten. Marcel Massey verkaufte ihre Leiche, um eine Party auf der ISS und drei weiteren Raumstationen gleichzeitig zu finanzieren. Jim Tree, amerikanischer Politiker, führte um 2006 Krieg gegen alles und jeden, inklusive Sex, Alkohol und Ungläubige. Wurde gemeinsam mit einem Keks präpariert, der zum Todeszeitpunkt in seinem Halse steckte. Ein direkter Zusammenhang mit seinem Ableben kann nicht ausgeschlossen werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf seiner Leiche wurden direkt zur Tilgung des amerikanischen Haushaltsdefizits verwendet. Marcel Massey, reiche Erbin mit stark eingeschränkter Lebenserfahrung, einer allzu geringen Vorstellungskraft, was mit dem Begriff Starkstromleitung gemeint sein könnte, ist es zu verdanken, dass Teile des Körpers leider nur noch als Asche geborgen werden konnten. Marcel Massey verkaufte ihre Leiche, um eine Party auf der ISS und drei weiteren Raumstationen gleichzeitig zu finanzieren. Okay, dieser Rupert war anstrengend. Egal, ich habe den Code. Jetzt schnell wieder zum Kran. Eine Feldkiste. Nur ein leeres Waschbecken. Eine vergammelte Badewanne, mehr nicht. Das sieht aus wie eine Kloschüssel. Vermutlich ist es auch eine. Ein durchlöcherter Eimer. Eine ziemlich hässliche Spiegellampe. Eine Metallkiste. Da ist ein Schloss dran. Eine Wäscheschüssel, sonst nichts. Das ist ein Bündel Zeitungen aus der Zeit vor der Katastrophe. Die Maschine scheint kaputt zu sein. Eine leere Kiste.
Die Sprengfalle habe ich übersehen. Wenigstens ist das Schloss jetzt auf. Mist! Die Sprengfalle habe ich übersehen. Wenigstens ist das Schloss jetzt auf. Videogeständnis von Rich Mickels am 14.12.2062. Bevor das alles anfing, war ich Autor. Genauer gesagt, ich habe Drehbücher geschrieben. Drehbücher für TV-Unterhaltung, Doku-Live-Shows und all sowas. Fertig mit dir war mein Drehbuch. Und dann kam Hölle auf Erden. Das kennt ja jeder. Großartige Quoten hatten wir damals. Das war eine ziemlich gute Zeit für mich. Ich war auf allen Events, Partys und so weiter. Einer der gefragtesten Leute des Fernsehens. Für 2 Monate. Irgendwann kam diese Frau auf mich zu und erzählte mir von den Söhnen der Lebenden. Sue hieß sie. Und sie war eine tolle Frau. Alles an ihr war echt. Das konnte man sehen und spüren. Selbst ihre Seele. Genau wie bei mir. Sie kam auf mich zu und sagte zu mir, du bist wie wir, du gehörst zu uns. Da fing alles an. Ich habe dann die Initiation der Söhne der Lebenden gemacht und wurde ein anderer Mensch. Plötzlich war ich Teil einer großen Familie. Das war wunderbar. Dann hörte ich auf zu schreiben und habe angefangen, am großen Buch der Welt mitzuwirken. Wir wussten lange vor der Bekanntgabe der NASA, was los war. Wir hatten überall unsere Leute. Die Erde, so wie sie jetzt ist, befindet sich in einem Durchgangsstadium. Der tiefere Sinn wird sich noch allen Überlebenden erschließen. Die Leute werden es erkennen. Das goldene Zeitalter hat schon angefangen. Glaubt es oder lasst es bleiben. Meinetwegen könnt ihr mich auch umbringen. Umso schneller bin ich da, wo ich hingehöre. Tagebuchaufzeichnung von Harold Bain, Colorado. 11 Jahre und 8 Monate nach der Katastrophe. Alle schlafen und ich schiebe Wache. Bin verdammt mies drauf heute. Und zwar mit Recht. So ein paar beschissene Chaoten haben uns heute 4 Frauen geklaut. Natürlich die hübschesten. Und meine Leute haben wieder mal nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin der Anführer von einem Haufen von Idioten. Wusste ich ja längst, aber es wird wirklich immer schlimmer. Seit Frank tot ist, muss ich hier alleine klarkommen. Frank war ein echter Lichtblick. Der hatte es drauf, aus diesem Sauhaufen das Beste rauszuholen. Und wie haben sie es ihm gedankt? Nicht mal Deckung haben sie ihm gegeben. Wir müssten hier wirklich schleunigst abhauen, das ist mir längst klar. Die Gangs in dieser Gegend sind zu stark und zu dreist. Ständig finden wir frische Leichen. Thank you.
Okay, dieser Rupert war anstrengend. Egal, ich habe den Code. Jetzt schnell wieder zum Kran. Das ist eine Werkbank. Ideal für Handwerksarbeiten.